Hallo ihr Lieben, ich habe dem letzten bisschen durch Facebook gescrollt und da bin ich auf einen Blogpost gestoßen, den ich ziemlich interessant fand. Und zwar ging es da um Vorurteile gegen Mütter, Dinge, die ich dachte, bevor ich Mutter wurde. Und inspiriert davon habe ich jetzt auch mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich früher gefunden habe und die mich jetzt anders gestimmt haben. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal aufgeschrieben, was ich für Vorurteile früher gegen Mütter hatte und die ich jetzt auf jeden Fall über Bord geworfen habe und aus denen ich gelernt habe. Und ich lese euch die mal vor und ja. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Oh mein Gott, siehst du das Kind da hinten auf dem Boden liegen und schreien? Wie erziehen die denn ihr Kind, dass es so was macht und sich so aufführt? Das ist ja mega peinlich, bestimmt total verzogen, so wird mein Kind bestimmt nie. Ich gebe dir gerne mein Kind für einen Monat und schau zu, wie du es erziehst, dass es sowas nicht macht. Ich habe mal was von Trotzphase gehört und das ist ganz bestimmt keine Ausrede. Mann, da oben heult die ganze Zeit ein Kind. Warum machen die da nichts dagegen? Kann sich nicht mal jemand um das Kind kümmern? Das sind doch die Eltern, die wissen doch, warum das Kind schreit. Warum beruhigen sie es nicht endlich? Das ist doch wirklich nur, mich zu nerven, oder? Nein, auch Eltern, gerade von Babys, wissen nicht immer, was ihr Kind gerade hat. Es könnten Koliken sein, es könnte einfach Angst haben. Es gibt tausend verschiedene Gründe, warum ein Baby weint und besonders am Anfang ist man keine perfekte Mutter oder sonst was. Man muss selber erstmal lernen, was gerade in dem kleinen Menschen vorgeht. Ey, demnächst hat mir wirklich eine gesagt, dass sie ihr eigenes Kind nervt. Wie kann einen das eigene Kind bitte nerven? Das ist doch das eigene Kind, das geht nicht in meinen Kopf. Wie kann das einen nerven? Oh, man kann über sein eigenes Kind sagen, dass es nervt. Gerade über sein eigenes Kind kann man das sagen. Weil du es einfach 24 Stunden um dich hast und wenn dein Kind einfach mal schlecht drauf ist und die ganze Zeit nur drauf ist und auch nur so mit dir redet, dann kann das schon ziemlich nerven. Und es ist doch nicht schlimm zu sagen, dass dein Kind nervt. Es ist ja nicht böse gemeint. Jeder nervt mal. Ich kann's nicht mehr hören. Immer heißt Eltern sein bzw. Mutter sein wäre ja so anstrengend. Ja, natürlich ist es ja nicht anstrengend, wenn man 8 Stunden arbeitet, so früh aufstehen muss. Ihr könnt die ganze Zeit schlafen, habt eure Ruhe, wenn das Kind um 7 im Bett ist und ich muss jeden Tag morgens aufstehen, arbeiten, hab nur am Wochenende Ruhe. Ich meine, was ist das schon? Ihr müsst Windeln wechseln, ein bisschen Essen machen, das macht ihr für euch selber auch und das war's. Also, keine Ahnung, über was ihr euch beschwert. Ihr habt 3 Jahre wirklich fast nur Urlaub, also, sorry. Ja, Eltern sein, Mutter sein ist ein ziemlich schwerer Job. Es ist so, dass du 8 Stunden arbeitest, dann kannst du schlafen, dann kannst du machen, was du willst. Wenn du krank bist, meldest du dich krank und schläfst dich aus und gut ist. Bei uns Müttern ist es aber so, wenn wir krank werden, dann müssen wir trotzdem aufstehen, wir müssen trotzdem unser Kind wickeln, wir müssen trotzdem unserem Kind Essen geben, wir müssen uns trotzdem mit unserem Kind beschäftigen. Und so kann eine Erkältung schon auch mal 6 Wochen dauern. Oh mein Gott! Bei der ist es immer so dreckig, es ist so schwer, mal kurz Krümel aufzusaugen, mal den Tisch abzuwischen, mal die Essensreste wegzumachen. Ich meine, ich melde mich doch schon an. Warum kann man da nicht aufräumen davor? Ja, das Problem ist ganz einfach. Wir wissen, dass du kommst. Natürlich räumen wir auf. Wir versuchen es zumindest. Aber dann wird eben da wieder ein Keks rausgeholt und der wird gegessen und zerkrümelt. Dann wird da wieder was rausgerissen, dann wird da was umgeleert. Und das geht so schnell. So schnell kommst du überhaupt nicht hinterher. Igitt, dem Letzten, ne, hat meine Freundin ihrem Kind die Rotze mit der puren Hand einfach abgewischt. Wie widerlich ist das? Ich musste wirklich würgen, als ich das gesehen habe. Igitt. Ja, also die Rotze mit der Hand weg, das ist schon ein ziemlich krasses Beispiel. Das habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, aber ich kann nur so viel sagen. Du kommst andauernd mit den Körperflüssigkeiten deines Kindes, sei es Spucke, sei es Kotze, sei es Pipi, sei es Kaka, mit dem, ja mein Gott, nächstes Vorurteil. Eltern können nicht mehr richtig reden, sie sagen Kaka. Nein, nee, auf jeden Fall ist sowas einfach ganz normal und man gewöhnt sich dran. Man findet es auch nicht mehr so eklig.
Zum Beispiel habe ich bei meiner Nichte damals total gewirkt, wenn die Große in ihre Windel gemacht hat. Bei Finn macht es mir jetzt allerdings überhaupt nichts aus. Also die Anna, ne, ich war denn letzt bei der und ihr Kind, das isst wirklich fast gar nichts. Das isst vielleicht zwei kleine Stückchen Toast und das nur, weil die sie ihm durchgehen lässt. Sie ist einfach viel zu inkonsequent. Auch Kinder, oh, du wirst es kaum glauben, haben Vorlieben. Finn zum Beispiel mag Kaba für sein Leben gern, ist aber etwas laktoseintolerant. Und ja, ist auch nicht gerade viel. Dafür immer zwischendurch, so ist es nun mal. Ich bin einfach glücklich, wenn er überhaupt schon was isst. Und das wirst du aber auch noch merken, glaub's mir. Und wie die immer rumrennt. Die macht gar nichts mehr aus sich. Kein Make-up, Haare waschen, hallo? Vielleicht mal ein bisschen pflegen? Was ist mit der los? Gerade bei Kindern sollte man es doch anders machen, oder? Gerade Kinder sollte man ein besseres Vorbild sein. Ich glaube, da bin ich der beste Beweis dafür. Ich habe wirklich eisern bis zur Schwangerschaft mich immer geschminkt, gestylt, nach meinen Klamotten geschaut, dass das alles zusammenpasst und keine Ahnung. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich duschen kann. Kannst du nicht lang duschen? Es sei denn, dir macht nichts aus, dass es ihm irgendwann natürlich zu langweilig wird. Da kannst du dich also nicht mit Spülungen und Rasieren und allem, das kannst du mal vergessen. Denn es könnte sein, dass ihr ein Kind habt wie ich und das würde dann einfach mal irgendwo hingehen, irgendwo eine Tube Creme finden und sich die in die Haare schmieren. Das ist uns demnächst passiert, weil ich geduscht habe. Deswegen geht sowas wirklich nur abends und manchmal oder oft ist man einfach abends viel zu müde für sowas. Und mit dem Schminken hat so ein bisschen das Gleiche auf sich. Man hat einfach so viel zu tun und fragt sich, für was denn? Mein Kind mag mich auch ungeschminkt, ich gehe nur einkaufen, muss nicht sein. Warum sagt sie eigentlich, seitdem sie schwanger ist, immer, sie muss für zwei essen und heult auch noch dann darüber, dass sie so zunimmt? Ist doch ganz klar, wenn die sich alles reinstopft, dass sie dann so fett wird. In der Schwangerschaft ist der Körper ganz anders als sonst. Also die Hormone, die sind abartig. Ich hatte solche Gelüste, ich konnte mich kaum gegen die wehren, gegen das ganze Schokozeug. Ich musste es einfach essen, wirklich. Aber das versteht man auch nur, wenn man schwanger ist. Für zwei essen stimmt nicht wirklich, aber ich finde, die Gelüste, die kann man nicht so einfach ausschalten. Wobei ich in der nächsten Schwangerschaft auch versuchen würde, mehr gesund zu essen. Ne? Jetzt sind wir nach einem Jahr endlich mal wieder weggegangen und was macht die ganze Zeit? Die hängt am Handy und schaut, ob ihr Mann ihr irgendwas schreibt, ob irgendwas mit dem Kind ist. Was soll denn mit dem Kind sein? Das Kind ist beim Papa. Da passiert doch nichts. Warum kann die nicht mal Spaß mit mir haben? Es ist irgendwie schon total unverschämt, dass die sich überhaupt nicht auf unseren Kinofilm hier konzentriert, sondern wirklich nur am Handy ist. Mega unhöflich. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, dass man einen Menschen so sehr an sich bindet und ihn so liebt, dass man wirklich immer wissen will, was er macht. Es ist einfach eine Liebe, die nicht vergleichbar ist mit irgendeiner anderen Liebe. Nicht wie du deinen Partner liebst oder deine Mutter oder deine Geschwister, sondern eine verantwortungsvolle Liebe, nenne ich es jetzt mal. Ja, du bist für diesen kleinen Menschen verantwortlich. Du kennst ihn am besten, weißt mittlerweile, was er mag, was er nicht mag und machst dir dann einfach Sorgen, ob er dich vielleicht vermisst und deswegen nicht einschlafen kann. Und ja, man denkt einfach an solche Sachen und ich denke, daran wird man immer denken. Es wird natürlich besser, weil man sich an alles gewöhnt, aber es wird trotzdem, sie werden immer in unserem Herzen bleiben. Also damit musst du dich einfach abfinden. So, meine Lieben, das war jetzt also mein Video zu Vorurteilen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Es ist natürlich ein bisschen überzogen und manchmal ein bisschen krass gesagt, aber das dient einfach zur Unterhaltung. Und ich hoffe, euch hat das Video wirklich gefallen. Für mich war es mal eine ganz andere Erfahrung, so ein bisschen zu schauspielern. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar. Was für Vorurteile hattet ihr damals oder welche wurden euch schon an den Kopf geknallt? Lasst mir gerne in den Kommentaren und dann sage ich bis zum nächsten Mal.